Dritter gegen Neunter. Essen zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Und die hatten in der Frauenbundesliga gleich drei Rechnungen offen. Das Remis zum Auftakt gegen Köln, das 0-0 im Hinspiel in Essen und die letzte Heimniederlage in März gegen Essen. Wollten die Mädels von Gabor Galay ausmerzen. Und so kamen sie auch aus der Kabine. Schwungvoll die Ecke von Biller und Jana Feldkamp. Fünfte Spielminute, das 1-0 für die TSG 1899 Hoffenheim. Ausgerechnet Jana Feldkamp in der Vorsaison noch im Trikot der schöne Bäckerinnen findet die Lücke ins lange Eck an Sophia Winkler vorbei zum 1-0. Und auch in der Folgezeit die Mädels in Blau, die an und für sich bessere Mannschaft. Aber dann Essen, einer der wenigen Vorstöße. Antonia Baas, 28. Spielminute, sorgt für erhöhten Pulsschlag bei der TSG Hoffenheim, die insgesamt aber die größeren Spielanteile hatten und durchaus in der Offensive zu gefallen wussten. Hier der Ball auf Jule Brandt, aber bekommt nicht viel Druck hinter diese Chance. Dann 5 Minuten vor der Pause. Essen zu weit aufgerückt. Der Konter über Billa Linder. 2-0. So einfach ist manchmal Fußball. Sarah Linder. Zweites Saisontor für sie, die wieder in die Startelf beordert wurde. Aber was ein Pass, was eine Reingabe von Nicole Biller, die damit auch an diesem zweiten Treffer beteiligt war. Insgesamt, auch wenn sie es für Essen nicht schön anhört, es war das 700. Bundesliga-Gegentor für die Mannschaft von Markus Högner, der nochmal einen Schlachtplan entwarf für die zweiten 45 Minuten. Dreimal wechselte und damit auch mehr Schwung ins Spiel brachte. Unter anderem mit Estelle Laurier, die viel Schwung hineinbrachte, die Reingabe allerdings dann im letzten Moment abgeblockt. Die 52. Spielminute. Essen blieb am Drücker wieder mit Laurier. Dann ist es Steiner, die abblockt. Und dann kommt Della Tour mit dem Abschluss. Martina Tufikovic, ganz sichere Beute. Aber Ella Tour, auf die muss man aufpassen. Die hat nämlich das Tor geschossen gegen Leverkusen zum 1-1 im Auftaktspiel. 67. Spielminute, wieder Essen mit Elisa Senz. Immer noch Elisa Senz an der zweiten vorbei, an der dritten, an der vierten und dann Estelle Laurier. 67. Minute, Anschlusstor für Essen. Eingewechselt in der Halbzeit, netzt sie. Zum 2-1 die Französin, 24 Jahre jung, erstes Saisontor für sie, keine Chance für Martina Tufikovic im Kasten der TSG Hoffenheim. So, dann wurde es natürlich eine ganz enge Schlussphase, wo Hoffenheim natürlich Räume hatte zum Kontern mit Jule Brandt, aber abgewehrt im letzten Moment, Monstergrätsche von der Essener Kapitänin, von Shaki Meissner, die hier im allerletzten Moment rettet und den dritten Einschlag verhindert. 10 Minuten noch zu spielen, nochmal Essen, nochmal Tour und der Ball rutscht durch Tufikovic in Schwierigkeiten, weil verdeckt, aber letztlich dann auch abseits gepfiffen. Treffer hätte nicht gegolten und somit blieb es am Ende beim 2-1 Hoffenheim. Bleibt zu Hause in dieser Saison weiter ungeschlagen und unter den Top 3 in der Frauenbundesliga. Essen muss sich für diese Niederlage nicht schämen, bleibt aber bei 12 Punkten. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.